Fünf Männer in einem Keller, voll mit Hitlerbildern und Hakenkreuzen. Unsere Recherchen beweisen, mittendrin sind zwei ÖVP-Gemeinderäte. Wann sieht es mit Ihrer Tätigkeit als Gemeinderat? Dieser Film geht der österreichischen Seele unter die Haut. Der neue Ulrich-Seidel-Film Im Keller zeigt, was in Österreichs Haushalten unter dem Erdgeschoss passiert. Ein Keller sorgt dabei für besonders viel Aufregung. Ein Kellerstüberl mit Hakenkreuzfahne, NS-Armbinde und Adolf-Hitler-Porträt. Puls4-Reporter Andreas Berger macht sich auf die Suche und wird bald fündig. Im burgenländischen Marz bei Mattersburg wohnt der Besitzer des Kellers Josef Ochs. Als wir eintreffen, kümmert er sich gerade um seine Ziegen. Die Aufregung um den Keller versteht er nicht. Da sind ja Sachen dabei, wie zum Beispiel das Hakenkreuz. Die sind in Österreich eher verboten. Ja, wieso haben Sie das? Als Sammler ist es nicht verboten. Man darf es ja sammeln. Man darf es nicht heraustragen. Okay. Aber man darf es sammeln. Was halten Sie von dieser Gesinnung da? Überhaupt nichts. Ich bin ein Sammler. In der Bevölkerung gibt man sich wortkarg. Das habe ich gar nicht geschaut. Ich habe nur die Leute geschaut, oder? Okay. Also, das ist natürlich nicht toll. Da sage ich gar nichts dazu. Nein, nein. Naja, was soll ich sagen? Lieber nichts. Wir finden jedoch noch mehr heraus. Zwei der fünf Personen im Keller sind nämlich ÖVP-Gemeinderäte. Wir starten Ihnen einen Besuch ab. Ich bin nicht interessiert auf einen Kommentar oder auf irgendein Interview und nichts. Beim zweiten Gemeinderat treffen wir nur die Gattin an. Sie hat mit dem Keller von Josef Ochs kein Problem. Also ich habe noch nichts zum Sagen. Es macht jetzt, glaube ich, auch so einen Elefanten aus einer Mücke. Der Herr Ochs, das ist einfach ein leidenschaftlicher Sammler und sehr geschichtlich interessiert. Und darum ist es für uns eigentlich, wie soll ich sagen, nicht so auf diese Nazi-Sachen. Was sagt der Bürgermeister zu diesen sogenannten Nazi-Sachen? Vor die Kamera möchte Gerald Hüller von der ÖVP nicht treten, er hinterlässt uns aber folgendes Statement. Ich bin mir auch sicher, dass die im Film zu sehenden Personen unter dem Vorwand, Herr Ochs soll als Sammler und Musiker dargestellt werden, zur Teilnahme an einer feuchtfröhlichen Musikerprobe überredet wurden und überhaupt nichts in Richtung einer Wiederbetätigung zu tun haben, ganz im Gegenteil. Illegales ist hier nicht passiert, aber was sagt es politisch aus, wenn ÖVP-Politiker in Kellern mit Nazi-Devotionalien feiern? Wir haben nachgefragt. Es ist gerade von politischen Mandatsträgern der Republik Österreich, die auf diese Republik vereidet sind, das heißt aber auch auf die Gesetze dieser Republik und somit auch auf das Abzeichengesetz, wäre doch zu erwarten, dass man als Mandatsträger dieser Republik dem Herrn sagt, dass es sich hierbei um verbotene Symbole handelt. Der Nationalsozialismus mitten in unserer Gesellschaft? Besucht man den Keller von Josef Ochs, wird zumindest hier dieser Eindruck bestätigt.